Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink Battle for Atlas für die Switch und wir spielen die Crimson Moon, das Crimson Moon Update und sind bei der zweiten Kampagne zugange und zwar Slippys Plan, begib dich nach Ashar, das machen wir jetzt. Geht mal da runter nach Ashar, ich bin direkt vom Planeten und gucken mal, was uns da erwartet. Slippys Plan bedeutet ja, dass Slippys Feind da ist, ne? Es gibt auch vermehrt Legion-Aktivitäten. Star Wolf wird womöglich angegriffen. Gott, das erspart uns viel Arbeit. Wir sollten sicherstellen, dass die Expedition überlebt hat. Klingt nach einem Job für Slippy Toad. Bist du sicher? Das könnte übel werden. Genau, vielleicht sollte ich da lieber mitmachen. Nein, vertraut mir, ich schaff... Er schafft das? Okay, dann müssen wir ihn natürlich einmal Slippy da reinnehmen. Zack. Los geht's. Oh, oh. Oh, oh. Sind schon mal lustig gemacht, die Zwischensequenzen. So, so, warte mal, was? Wir haben ja noch gar keine Pilotenfertigkeiten bei ihm, ne? Wir haben zwar noch ein paar Sachen, die wir machen können. Wir können mal gucken, was können wir machen. Energieregeneration. Plus 500 Schaden, das ist doch gut. Plus 1000 Schaden. Gut. Okay. Hier ist ein bisschen Elektron, was das Slippy trifft, lädt den. Machen wir die machen wir mal höher, auf jeden Fall. Und hier auch ein bisschen. Zack. So. Gucken wir mal, wo die sind da hinten. Oh oh, das riecht nach Ärger. Ja, endlich habe ich es unter Kontrolle. Andrew, okay. Wir blicken mal da rein. Eingang. Natürlich klar, wir können natürlich Andrew jetzt angreifen, oder? Den können wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Oh, Entschuldigung. Wo ist denn der Eingang? So, müssen wir direkt hier neben so einem Turm sitzen. Die ganzen anderen Gegner. Aber die Guardians helfen uns ja, fällt mir rein. Oh. Da, ah, komm rein. Oh, Star Fox! Jetzt seid ihr echt erledigt. Wolf hat mir von eurem Roboterproblem erzählt. Und jetzt zählt mich an. Ich habe jetzt das Kommando. Wow, er hat recht. Die Legion lässt ihn in Ruhe. Er muss sie mit diesem Turm kontrollieren. Das ist unmöglich. Und womit fährt dieser Affe dann bitte da herum? Sieht aus wie ein Panzerfahrzeug. Meiner Analyse zufolge hält dieser Schild normalen Waffen stand. Eieiei. Ich muss rumfliegen. Nicht so schnell. Ich bin der Neffe des großen Onkel Andros. Ich bin unbesiegbar. Oh. Er hat seine Panzerung verstärkt. Mach dein Ding, Slippy. Ich muss meine Energie aufladen hier. Okay. Das wird heftig. Oh, das war nix. Wohin noch mal gehen? Nee, bleib hier. Oh.
Okay. Müssen unser Ding gleich mal durchziehen hier vielleicht. Machen wir gleich. Einer unserer Verbündeten hat berichtet, dass er den Prime auf Ashar gesehen hat. Sternkarte wird aktualisiert. Los geht's. Besiege Andrea. Wir müssen da ja irgendwie den rammen, aber wie sollen wir den rammen? Das hast du jetzt davon. Oh. Hui. War ja auch verkehrt irgendwie, oder? Meine Energie lädt sich wieder auf. Ich glaube, wahrscheinlich müssen wir in der Nähe sein und dann L drücken, wenn wir bei ihm sind. Wenn wir seine Panzerung Schrott machen können. Versuchen wir jetzt gleich mal, sobald sich mein Power-Dings aufgeladen hat. So, jetzt. Da. Oh. Nicht schon wieder. Ich will auf jeden Fall leben. Das wird heftig. Aber so viel Leben verliert er nun auch nicht. Vielleicht, weil ich das. Panzerungsboost. Komm schon. Dafür wirst du bezahlt. Oh, eine andere Waffe, warte mal. Haben wir da die Kalt, was haben wir jetzt da drin? Wir haben. Links haben wir den Schredder. Macht. Ein Flammenwerfer. Und rechts haben wir Eis. So. Das wird heftig. Mal kurz hier hinten nochmal. Hui. Lädt sich ja bloß wieder auf. Das ist das Problem. So, unser Boost ist wieder. Das hast du jetzt davon. Ja, irgendwie machen wir gar keinen Schaden, da waren wir mit dem Schredder gerade eben besser bedient, ne? Und nochmal, Was machen wir links den Leviator nochmal rauf? Ihn noch mal rammen da, aber wie rammen wir ihn denn weg da? Ich verstehe das immer noch nicht.
Alle besiege Andrew, ja, aber wie? Wie? Wie besiegen wir ihn? Ha. Okay, da ging es ja Resistenz gegen die Dings. Müssen wir vielleicht mal. Probier jetzt nochmal andere Waffe aus. Wir haben mehrere Waffen zur Wahl. So, also gegen Eis ist er ein bisschen resistent. Und gegen den Leviator, glaube ich, ist er resistent, ne? Ah, okay. Und Eis findet er auch nicht so super berauschend. Gut, dann nehmen wir. Eisenfaust. Ja, dann nehmen wir. Bam. Und rechts. Heute Brecher. Können wir den mal nehmen, oder? Aber wir müssen natürlich hier auch. Also wenn wir schon da drin sind, sollten die Waffe auch ein bisschen pushen. Essen Sachen, aber ein paar Sachen haben wir noch. Verstärker, Effizienzverstärker. Nee, nicht hier entfernen. Mal ein bisschen Erfahrung. Und hier. So, mehr Gravitationsschaden macht natürlich auch Sinn. Gut. Versuchen wir das mal. Okay, gegen die Waffe ist er resistent. Gegen die. Andrew, Panzerungsboost! Los! Warte mal. Genau, gegen den Brecher ist er resistent. Wenn wir da nochmal. Auch noch für Waffen. Feuer vielleicht? Gut. So. Was hast du jetzt davon? Mann. Schutz. Oh. Na super. Gut, nehmen wir Zenit. Jetzt war die Waffe oben, die ihm so zugesetzt hat. Das wird heftig. Okay. Dann kriegen wir ihn ganz gut. Das ist unfair. Na schön, wenn du dich für so klug hältst, dann werd mal mit diesen Bomben fertig. Nichts leichter als das. Ich kann die Bomben zurückschießen und ihn dort retten, wo es weh tut. Welche Bomben? Andrew ist nicht der Einzige, der ein Ass im Ärmel hat. Ich kann ein Programm aktivieren, um den Erkennungsradar der Legion zu stören. Dann wissen sie nicht mehr, wen sie angreifen sollen. Das hast du!
hast du jetzt davon? Stell dich mir jetzt! Du kriegst gleich mächtig was ab! Ja. Wir sind deine Bomben wieder finden, ne? Okay. Sollen wir von hier zu treffen? Guck ich da an, ich kann mit dem Bot überhaupt nicht mal schießen, ich kann ihn auch so ganz gut treffen. Ich werd's dir zeigen! Wenn Onkel Andros mich jetzt sehen könnte, das wird heftig! Panzerungsboost! Verstecken wieder? Aha, aha. Nein. Versuch mich zu treffen. Das hast du jetzt davon. Du kriegst gleich mächtig was ab. Nicht wirklich. Ja. Glück gehabt. So. Komm schon. Boom. Nein, Onkel Andros. Hast du das, du dumme Nuss? Sagen, Slippy, ich bin fast beeindruckt. Danke. Es ist schon okay, mal einen Fehler zuzugeben. Wir können immer auf dich zählen, Slippy. Zwei weg, einer übrig. Equinox, habt ihr irgendwas für uns? Ja, tatsächlich. Während des Kampfes empfing Sage im Weltraum eine neue Energiesignatur. Das sind keine Nova-Partikel. Es handelt sich um das Teleportationsgerät oder um etwas Schlimmeres. Das sollten wir uns also ansehen. Gut, fliegen wir auf. Dieses Mal bin ich dran. Gut, Falco. Wollen wir mit Falco was machen? Auch direkt wechseln mal. Was er für einen coolen Auftrag hat. Cooler Typ. Ah, du bist ein geiler Typ. Mehr sagen. Gut. So. Gehen wir da mal hin. Na, links können wir nicht hinfliegen hier mit Schnellreise. Leider nicht. Geh trotzdem hin. Warnung. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Gerade noch so durch. Naja, aber wenn ich dahin fliege, die Koordinaten, die wir von Mason haben, liegen direkt voraus. Dieses Mal sollte es uns gelingen, sie zu überraschen. Oh, den werden wir uns schon schnappen. Die Prospector haben uns eine Kleinigkeit geliehen. Den Greifer. Sie jagen damit ihre Beute. Du willst sie also einfangen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hey, wann habe ich dich denn jemals enttäuscht? Naja, jetzt sind keine Gefängniszellen, oder? Die Prospector haben ein Gefängnis. Dass sie die Lehre nennen. Dahin geht unsere Lieferung. Seht ihr? Ihr macht euch alle völlig umsonst Sorgen. Guck mal. Hier im Dings nehmen wir mal den Leviator mit. Der kann mich gut zielen.
Levitator, ne? Falsch, was ich sage. Gefällt dir das? Ja, ich bin weg. Gut. Ja. So, wir fliegen jetzt dahin. Und wir machen diese Mission aber erst in der nächsten Folge. Ups. Würde ich sagen. Denn. Oh. Eine Folge zur Zeit. Bis dann. Tschüss.